Heute geht es mal wieder um den Bereich akustische Gitarre am Lagerfeuer oder wo auch immer. Ich zeige dir drei interessante Strumming-Rhythmen für Fortgeschrittene. Ich weiß nicht, wann du dir dieses Video anschauen wirst, aber bei mir ist gerade der Frühling im Anmarsch und woran denkt man dann? Man denkt daran, draußen zu sitzen und in geselliger Runde Lagerfeuersongs zu spielen mit der Akustikgitarre. Und meine Beobachtung ist, dass viele Leute einmal im Leben einen Rhythmus lernen im Viervierteltakt und den ihr Leben lang spielen bei jedem Song. Das muss nicht sein. Ich will heute mal Abhilfe schaffen und besonders für die fortgeschrittenen Gitarristen mal drei interessante Alternativen zeigen, drei interessante Rhythmen für den Viervierteltakt, die du also auf fast jeden Lagerfeuersong anwenden kannst. Alles mit Plektrum gespielt. Dabei wäre noch zu sagen, dass man für diese Spielweise am besten ein Plektrum nimmt, das nicht zu fest ist. Für die meisten Spielsituationen bin ich ein Fan von Plektren, die sich nicht biegen lassen, die also relativ fest sind, weil damit präzise, feine Anschläge dann unterstützt werden. Aber für Strumming, also das, für diese Spielweise ist ein etwas weicheres Plektrum besser. Es macht einfach einen schöneren Sound, klingt nicht ganz so brachial und man hört schön den Saitenanschlag noch mit. Die rhythmische Komponente dabei wird ein bisschen unterstützt. Ich verwende hier ein Dunlop Plektrum 0,88 mm. Also, wir legen los mit Rhythmus 1. Die beiden Takte, die ich notiert habe, sind immer identisch. Also bei Rhythmus 1 zwei gleiche Takte, Rhythmus 2 sind auch zweimal der gleiche Takt und bei Rhythmus 3 genauso. Wir pendeln hier in einer 16. Bewegung ab auf. Das ist also immer so, ich habe es schon oft gesagt, die kleinste rhythmische Einheit, die vorkommt, das sind hier die 16. Noten mit dem Doppelbalken. In dieser Einheit wird gependelt. Also ist unsere Grundbewegung erstmal, ich mach's mal mit abgestoppten Saiten. Einse und zweie und dreie und vierer und. Und jetzt geht es darum, was davon wird gespielt und was nicht. Es ist alles hier in Noten gezeigt. Wenn du wissen willst, wie man diese Rhythmusnotation liest, dann schau dir mal das Video an, das ich dazu bereits aufgenommen habe. Da werde ich mich jetzt nicht mehr ewig damit aufhalten, sondern ich zeige es dir einfach. Aber schön ist, wenn du in der Lage bist, selbst dir jeden Rhythmus zu erarbeiten, nach so einem Rhythmusmuster, das man dir hinlegt. Ich nehme jetzt hier immer dieselbe Akkordfolge, nämlich A-Moll, E-Dur, F-Dur und C-Dur. Ganz beliebige Akkordfolge, du kannst auf alle anderen Akkordfolgen auch übertragen. Also, Rhythmus 1 erstmal mit abgestoppten Saiten und dann mache ich es mit den Akkorden. Rhythmus 1 geht so: Einse und zweie und dreie und vier und eins. Man kann es auch erstmal klatschen oder klopfen, das ist noch einfacher, dass man macht: Einse und zweie und dreie und vier und eins. Und vier und gespielt. Schneller. Das ist der erste Rhythmus. Übrigens, wenn dir die hier gezeigten Rhythmen noch viel zu schwer sind, kein Problem. Ich habe ein ähnliches Video mal aufgenommen vor einigen Jahren mit Plektrumrhythmen für Leute, die erst angefangen haben mit Gitarre, die noch nicht so weit sind. Das werde ich dir hier nochmal verlinken und auch unten in der Beschreibung. Dann schau dir mal das Video an. Außerdem für völlige Einsteiger gibt es von mir den kostenlosen Kurs, dreiteiliger Videokurs Lagerfeuer-Lessons. Auch der ist unten verlinkt, sodass du sofort einsteigen kannst und dass es keine Ausrede mehr gibt, warum du dieses Jahr draußen nicht mitspielen kannst in geselliger Runde am Lagerfeuer am Baggersee. Die Materialien sind da, du musst es nur umsetzen. Beim zweiten Rhythmus gibt es die Besonderheit, dass wir am Taktanfang jeweils ein bisschen abdämpfen sollen mit dem Handballen. Das ist dieses PM-Zeichen unter der Rhythmusnotation. Aber erstmal wieder mit abgestoppten Saiten. Eins und zweie und dreie und vier. Eins und zweie und dreie und vier.
Wir dämpfen also am Tag der Anfang und nehmen dann langsam die Hand weg. Okay, und der dritte Rhythmus, wir klopfen es wieder erstmal. Hier haben wir ein X in den Noten. Das X steht dann für abgestoppte Saiten. Beim Klopfen ist es uns aber erstmal egal. Dann wäre der Rhythmus nämlich so. Eins und der Zweier und der Dreier und der Vierer und der Eins und der Zwei. Mit abgestoppten Saiten. Und mit Akkorden. Hier doch nochmal ein Wort zu den Akkorden. Beim A-Moll hilft es mir bei den Ghost Notes, bei den abgedämpften, wenn ich den kleinen Finger noch über die Saiten lege, der frei ist, dass ich das noch mit unterstütze, das Abdämpfen mit der rechten Hand und linken Hand gleichzeitig sozusagen, dass die Saiten möglichst weg sind. Bei Barré-Akkorden muss ich nur den Druck lösen, wie F-Dur, kein Problem. Beim C-Dur kann ich das auch mit dem kleinen Finger lösen. Beim E-Dur genauso. Also am besten immer, wenn ein Finger frei ist, den mit über die Saiten legen. Jetzt bist du natürlich dran. Schaff dir die Rhythmen drauf oder am besten erstmal einen, den du dann auswendig lernst und auf möglichst viele Songs anwendest. Du wirst so einen Rhythmus nur dann in die Praxis übertragen, wenn du ihn wirklich auswendig kannst und wenn er dir fast schon wieder zu den Ohren rauskommt. Also man muss es verinnerlichen, damit man es dann auch einsetzt. Und da ist weniger immer mehr. Deswegen nimm dir erstmal einen der Rhythmen vor und wende den auf ganz viele Songs an. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir bitte auch den Daumen nach oben. Vielen Dank dafür und abonniere meinen Kanal für viele weitere Videos. Bis zum nächsten Mal.